Ja, wir sind glücklich, sehr glücklich über den Sieg. Wir haben jetzt in der Liga das zweite Spiel in Folge gewonnen. Das ist, glaube ich, das erste Mal in der Saison. Ich glaube, das Spiel war, ja, wir sind in Führung gegangen, aber es waren immer wieder unnötige Ballverluste für uns dabei, wo wir den Gegner dann wieder ein bisschen stärker gemacht haben. Dann haben wir aber vor der Pause das 2-0 gemacht, was extrem wichtig war. Und ja, wir haben dann gesagt, ja, wir bringen das hundertprozentig über die Zeit. Wir wollen kein Tor bekommen. Wenn es geht, machen wir noch eins. Dann mit 3-0, glaube ich, haben wir einen guten Polster gehabt, aber haben es dann ein bisschen unnötigerweise nochmal spannend gemacht mit dem Anschlusstreffer. Aber ich denke, es war alles in allem ein sehr verdienter Sieg. Ja, also Gefühlswelt ist top derzeit. Wir haben, glaube ich, richtig gut ins Spiel eingefunden. Haben das gemacht, was wir uns grundsätzlich vorgenommen haben. Wir wollten spielbestimmend sein. Wir wollten sie hoch anlaufen, haben richtig viel hohe Ballgewinne auch gehabt, haben es dann leider nicht ganz geschafft, aus ja, die meisten Ballgewinne dann auch wirklich eine Torschance zu kreieren. Dann aber ist Gott sei Dank gelungen. Dann habe ich noch mit der Spitze reinhauen können, hat mich natürlich irrsinnig gefreut. Aber genauso gefreut hat es mich nachher, wo wir vor der Halbzeit nachgelegt haben und das 2-0 gemacht haben. Das war ein bisschen das, was uns öfter gegen uns gerannt ist, dass wir vor der Halbzeit ein Tor gekriegt haben. Heute haben wir es geschafft, dass wir uns machen. Und mit dem schönen Freistoßtor vom Zwi, kurz nach der Halbzeit, glaube ich, haben wir einen Sack zugemacht und haben es dann bis zum Ende diszipliniert verteidigt. Kleiner Wehmutstropfen ist natürlich wieder das Gegentor aus dem Standard. Aber ja, da müssen wir einfach dranbleiben und alles in allem wichtige 3 Punkte heute. Ja, absolut. Wir haben uns viel vorgenommen jetzt für dieses Spiel und insbesondere für die restlichen Spiele der Hinrunde. Und ja, haben auch in der Länderspielpause da wirklich viel gearbeitet, ein gutes Testspiel gehabt und wollten einfach anknüpfen an das Spiel in Kapfenberg und auch ein bisschen Wiedergutmachung leisten für das Spiel gegen Sturm Graz und unbedingt den Zuschauern heute einen Sieg geben. Und es hatten ja wieder einige Ausfälle zu verkraften. Willi Vorsager hat natürlich geschmerzt, ja, heute am Spieltag direkt, aber wollten auch kein Risiko eingehen. Aber die Jungs, die dann dafür wieder aufgelaufen sind, haben einen sehr, sehr leidenschaftlichen Job gemacht, haben natürlich einen Gegner gehabt, der ein bisschen unberechenbar jetzt in der Liga ist, der mit Sicherheit deutlich besser ist, als die Tabellensituation es gerade hergibt und deutlich besser ist als das letzte Ergebnis und auch mit ein bisschen Wut im Bauch und auch mit 2 Wochen Korrekturarbeit dann hierher gekommen ist. Und man sieht, dass sie natürlich eine individuelle Klasse haben, Tempo haben, ja, und auch eine unangenehme Spielanlage. Aber ich denke, wir haben da sehr, sehr gut dagegen gehalten, haben phasenweise das Spiel auch dominiert, haben uns Chancen erarbeitet, haben gegen den Ball eigentlich wenig zugelassen. Aus dem Spiel heraus, ne, die einzige Möglichkeit, die der Gegner hatte, war, ja, weil wir ein bisschen hohes Risiko gegangen sind und ein, zwei Ballverluste in der eigenen Hälfte hatte, wo es gefährlich wurde. Das haben wir in der Halbzeit nochmal deutlich angesprochen und wollten einfach klarer agieren. Und ja, haben das in der zweiten Halbzeit dann sehr gut wegverteidigt. Ja, auch weil der Gegner uns dann höher attackiert hat, da war es dann schwierig, Fußball zu spielen. Das sah dann hier und da nicht mehr ganz so schön aus. Aber ich glaube, mit großem Herz haben wir die Partie dann über die Bühne gebracht. Auch nach dem Gegentor dann nochmal die Sinne geschärft und die Wechselspieler auch einen guten Job gemacht. Und ja, damit steht der zweite Sieg in Folge auf dem Papier und wir wollen nächste Woche weitermachen und die Mannschaft, die jetzt mit Horn vor uns steht, dann auch besiegen.